Oliver Klaus, so kurz nach dem Spiel 2-1 verloren, letzte Minute, bitte. Ja, mir fehlen gerade Worte. Ich weiß ja eigentlich nicht, was ich soll sagen. Es ist brutal bitter, wir haben so viel vorgenommen jetzt für den heutigen Match und es ist nicht aufgegangen und ja, scheiße, aber weiter schauen. Ist 2-1 in der letzten Minute gefallen, unhaltbar für den Torwart, beim 1-0 sah es ein bisschen schlechter aus. Ja klar, das 1-0 liegt klar auf meine Kappe. Ich weiß auch nicht, ich habe den Ball ein bisschen unterschätzt. Ich dachte, er kommt ein bisschen flacher, aber dann ist er höher gekommen. Ja, das Leben geht weiter. Das Zweite war natürlich ärgerlich, weil ich glaube, immer Standard haben wir jedem Mann ist einem Gegenspieler zugeteilt. Aber ich muss nochmal auf dem Video anschauen, ich weiß nicht, wie es war. Es ist brutal schnell gegangen. Ich konnte fast nicht mehr reagieren, aber ja, es ist sicher ärgerlich, dass wir das 2-1 neu bekommen. Was ist passiert nach dem 1-0 auch? Da hat die Mannschaft auf einmal den Faden verloren auch. Ja, es ist natürlich, wir sind in den ersten 15 Minuten sind wir so gut im Spiel gewesen. Haben wirklich den Gegner im Griff gehabt. Und nachher mache ich den Fehler. Das hat die Mannschaft wahrscheinlich ein bisschen verunsichert. Und ja, eben, das tut mir leid. Aber so ist Fußball. Es kann passieren und das Leben geht weiter. Ja, Pascal Bader, 90. Minute, 1-2 verloren. Bitte, sowas. Ja, vor allem schon das zweite Mal in diesem Jahr in Biel so verloren. Ist extrem bitter. Wir sind doch hier zum Gewinnen und jetzt haben wir gar keinen Punkt. An was ist es gelegen, dass ihr nach dem 1-0 den Faden verloren habt? Ihr habt ja gut begonnen, zwei, drei gute Möglichkeiten gehabt und dann nach dem 1-0 für Biel ist irgendwie nichts mehr gelaufen, bis zum 1-1, kurz vor der Pause. Ja, wir haben zu viele einfache Fehler gemacht, den Ball nicht annehmen. Wir haben eigentlich schnell nach vorne spielen, kurz kombinieren, aber so haben wir die ganze Woche trainieren, aber das Spiel können wir es nicht umsetzen. An was liegt es, wenn wir es nicht umsetzen können im Spiel? Ja, ich glaube, da müssen wir diese Woche mal drüber reden. Jeder muss mal selber über die Bücher gehen und vor der eigenen Tür wischen und sich mal seine Überlegungen machen. Ja, ich meine, jeder muss schauen, wie es nächstes Jahr weitergeht. Und da zahlt nur Leistung und Leistung wird am Schluss mit Punkten gemessen. Und ja, jetzt müssen wir unbedingt mal verwachen und Punkte holen.